Zurück, da sind die Steine, seht ihr, man erkennt die recht gut, also falls ihr mal keine Fackeln habt und ihr habt das Glück, hier an so einem Beach zu sein, nehmt euch hier quasi die Cobblestones, siehst du, da sieht man auch schon die nächsten, man sieht sie recht gut eigentlich und somit findet ihr meistens zurück, wenn die Entfernungen jetzt nicht so groß sind halt, ne. Da haben wir auch noch das Glück, dass wir da unseren Kackstift da sehen, durch die Angelgeschichte. Oh, Schwein. Na, habt ihr gedacht, ich wollte denen da die Axt über den Kopf hauen, ne? Nee, nee, sowas mache ich nicht, Leute. Autsch. Und, ja. So. Ja, dann probieren wir den kleinen Kladderadatsch doch auch gleich mal. Achso, ich wollte ja hier die... Ist da oben eine Wiese gewesen? Ach, da oben ist eine Wiese hier. Da können wir das anbauen. Hier zum Beispiel. Guck mal, da haben wir 8 Stück. Dann machen wir uns einfach hier einen schönen Baum hin. Und da machen wir einen Baum hin. So, und da. Und da vielleicht auch noch einer hin. Nö, habt ihr ein bisschen Schatten hier. So, so, und da. Das reicht auch schon. Sonne haben sie genug. Können so schön gedeihen. Ja, das sieht hier wirklich furchtbar aus. Ich werde es auch bei Zeiten nochmal reparieren, Leute. Aber das ist jetzt erstmal nicht die primäre Aufgabe. Primär geht es jetzt erstmal tatsächlich nur um dieses Unterwassermonument-Ding. Und um eine richtig gute Ausrüstung. Und um wirklich professionelle, ja, wie man das am besten hinbekommt halt. So, das heißt, ich werde das erstmal umwandeln. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Ich werde jetzt als allererstes ein komplettes Stacken benutzen. Und dann werden wir mal schauen... Ja, inwieweit wir hier Leitern rausbekommen. Also hier haben wir jetzt erstmal 27. Also ich werde es mal mit 27 versuchen. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal ein paar Türen mal schon mal machen. Ja, also hier mal so ein paar Türen. 10 Stück vielleicht. Jetzt haben wir 30. Okay. Und... Falls wir jetzt gleich sterben sollten. Gut, ein Kompass. Wir werden eh wieder da. Also das heißt, was habe ich zu groß zu verlieren? Also wir werden auf jeden Fall das Ding hier reinpacken. Wie sieht es eigentlich aus mit unserem... Okay, da sind 8, weil wir keine Kohle mehr haben. Macht insgesamt 20. Ist auch nicht die Welt. Gut, 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 gut. Das werde ich mal hier hinpacken. Ja. Naja, den Rest, den kann man theoretisch mitnehmen. So viel zu verlieren ist ja nicht. Was ist das hier? Plünderung 3, Haltbarkeit 3 und Schärfe 5. Das ist ein absolut geiles Schwert, was ich habe. Na gut, müssen wir ein bisschen vorsichtig jetzt sein halt, ne? So, ich werde erst... Wir werden mal probieren, wie gesagt, wie sich das... Wie das da überhaupt aussieht. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich will jetzt mal... Klar, wichtiger wäre jetzt Kohle zu holen, aber ich bin zu neugierig, Leute, ja? Ich werde jetzt mal die Leitern hier mal mitnehmen. Und ich will mal gucken, was da passiert. Ich weiß auch gar nicht. Sag mal, bleiben die, wenn ich die da töten würde eigentlich, sind die dann weg? Wenn ich mich hier hinstelle zum Beispiel und die einfach abschieße mit dem Pfeil. Weiß ja nicht. Müsste ja möglich sein. Guck mal, die kommen ja auch hier nach oben. Also theoretisch. Die Frage ist ja, wo müssen wir denn jetzt... Wo muss ich denn rein? Ich bin hier ein bisschen überfracht gerade. Hier glaub... Okay. Oh! Oh, nu! Was passiert denn, wenn ich hier... Eine Leiter ranbappe. Aha. Dann passiert das. Und wenn ich hier eine Leiter ranbappe. Dann passiert das. Dann werde ich mal das hier immer eben abbauen. Und baue hier einfach mal eine Leiter an. So. Und wie wir sehen, das funktioniert. Cool, das sind Seelaternen. So, dann baue ich hier
mal so ein... Das mache ich mal so. Warum kann ich hier nichts raufbauen? Abbauen kann... Ach! Oh! Oh! Hilfe! Hilfe! Da ist Strömung! Warum ist da eine Strömung? Okay. Moment. Scheiße, ich bin voll aufgeregt hier. Immer auf die Ruhe. So, hier ist erstmal Sauerstoff. Da kann jetzt nichts passieren. Ja, so schwierig ist das. Also, ich glaube, das bist du doch. Wir haben hier den ersten Schatz hier gleich, Leute. Huch. Jetzt ist nur das Problem. Wo geht's denn jetzt hier raus? Ich komme hier nicht mehr raus. Nein! Ich bin hier rein. Gut, dass ich das hier offen gelassen habe. So, da sehe ich das Problem. Okay, wir müssen hier unbedingt... Wir müssen hier das erweitern. Jo. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Oh Gott. Ja, das ist ja noch ein bisschen blöd hier. Das ist ja... Okay. Haben wir Schaden bekommen? Nö. Ein bisschen. Ah, guck mal. Kein Problem. So. Wieso? So. Irgendwie bin ich jetzt hier runtergeflogen. So. Da haben wir tatsächlich eine Schleuse uns gebaut. Das Ganze könnte man jetzt theoretisch auch mit Glas machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Somit werden wir da nicht an die Seite geglitscht. Und hier drin brauche ich tatsächlich keinen. So, jetzt probiere ich das mal mit den Türen mal eben aus. Hier bin ich drin und... Ja, ich werde jetzt hier mal getroffen. Das ist ein bisschen doof. Und weg jetzt. Ja. Okay, ich verliere aber auf jeden Fall... Ich muss die mal irgendwie... Ups. Nee, nicht sterben. Okay. Uiuiui. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Beide Sachen funktionieren. Das heißt also, wir haben jetzt auch schon gerade eben einen riesen fetten Teil einen Fortschritt gemacht, auch wenn das gar nicht so nach Fortschritt aussieht. Aber wir haben schon den ersten Stein hier, Leute. Was ist denn das überhaupt? Prismarinziegel haben wir abgebaut. Naja, Mensch, das ist ja unsere erste glorreiche... Können wir ein Badezimmer mit designen, ja? Oder ein Indoor-Schwimmbecken oder so. Und Prismarin, ja, prima. So, ich bin aber gespannt, wann Mario so ein Ding da looten geht. Prima. So, also Trank der Unterwasseratmung ist vielleicht gar nicht zwingend erforderlich. So, schade, dass ich jetzt keinen Bogen mit Infinity habe. Ich glaube, es würde sich lohnen, ein bisschen noch zu angeln, Leute. Ich glaube, das würde sich lohnen. Mit einer ganz einfachen Begründung. Wenn ich hier einen Bogen rausholen könnte mit Infinity, dann haben wir da auf jeden Fall erstmal eine Weile unsere Ruhe, Leute. Ja? Da haben wir dann wirklich unsere Ruhe. Und... Das ist doch mal richtig geil. Komm, wir angeln jetzt mal ein bisschen hier. Oh, prima, Leute. Prima. Wir können das ja im Schnelldurchlauf machen, hä? Mache ich das im Schnelldurchlauf, Leute? Der Schnelldurchlauf! Thank you.
Ja, Leute, genau, da sind wir auch schon wieder und ihr habt gesehen, ich habe einen Bogen rausgeholt, der auch gar nicht mal so schlecht ist. Der hat zumindest Mending drauf, was jetzt vielleicht für unser Vorhaben nicht ganz so, ja, okay, ist in Ordnung, ja. Also hier, das ist schon nicht schlecht, aber da ist auch Reparatur drauf und das ist in diesem Sinne auch nicht verkehrt. Das heißt, das Ding werden wir jetzt auf jeden Fall mal eben reparieren. Schau mal eben, da ist jetzt noch, wir werden mal kurz den, das da reinmachen. Wir werden jetzt ja sowieso auf Kohle gehen. Hier packe ich den ganzen Kladderadatsch erstmal da rein. Wir haben wieder, ihr seht ja, wir haben ja einiges mitgenommen hier. Ist das hier roh? Nee, das ist gebraten. Okay, na, hier so ein Clownfisch da, mein Gott. Hier übrigens auch nochmal neue dazugekommen. Naja, so eine Schüssel da, also ihr merkt schon, so langsam aber sicher sammelt sich hier doch so ein kleines Sammelsurium an. Und, ja. Und hier ist ja nochmal ein Bogen mit Stärke 3. Okay, den hatten wir ja eh mitgenommen. Naja, und jetzt haben wir halt einen mit Mending. Das heißt sozusagen, wir gehen jetzt hier runter und werden ein bisschen farmen gehen. Na, auch wieder ein bisschen Abwechslung hier mit reinbringen. Wir haben ja zum Glück uns schon ganz gut hier vorgebuddelt. Ich glaube, ich bleibe auch dabei, dass wir hier jetzt weiter buddeln. Ich will mich da jetzt nicht so... Das heißt, Kohle, alles, was wir Redstone, was wir da so finden werden, das nehmen wir natürlich mit. Ist klar, weil das bringt jetzt, wie gesagt, die Erfahrungslevel und damit reparieren wir erstmal den Bogen. Ja, das Problem ist jetzt halt mit den Pfeilen. Wir haben jetzt nicht so viele Pfeile und das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich wollte eigentlich Infinity haben, quasi unendlich. Wäre mir persönlich lieber. Und dann habe ich halt überlegt, so, okay, wenn das so ist, ja, dann nimmst du dir halt jetzt, machst du dir einen Amboss oder so, weißt du, und dann packst du die beiden zusammen. Level hätten wir ja ein paar. Ich glaube, das 30. Ich glaube, das müsste theoretisch sogar ausreichen, wenn wir das machen würden. Ich weiß es halt nicht. Und hier ist zum Beispiel Eisen. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Das kann man immer gebrauchen. Und schmelzen wir den ganzen Kladderadatsch einfach. Hier ist ein bisschen dunkel. Ach, wir haben gar keine... Ja, ich sehe gerade, wir haben gar keine... Dummerweise gar keine Kohle. Die brauchen wir ganz dringend, die Kohle. Wäre vielleicht cleverer gewesen, wenn wir wirklich oben, weil wir sehen jetzt hier gerade gar nichts. Ich weiß auch nicht mal, wo es hier überhaupt lang geht jetzt hier, ehrlich gesagt. Also ich mal kurz mal nach oben stecken. Aha. Okay, hier geht es ganz normal lang. Und dann hier runter halt. So. So, hier lang. Geht's weiter. Okay. So, dann probieren wir das einfach. Packe ich hier erstmal wieder so einen hin. Wenn wir Glück haben, finden wir jetzt sofort Kohle. Dann können wir erstmal Fackeln machen. Wäre auf jeden Fall auch richtig gut. Also im Dunkeln ist ein bisschen doof. Das kennt ihr. Und jetzt müssen wir wirklich nach oben gehen. Scheiße, jetzt kommt hier... Ja. Ja, das ist blöd. Ja, Leute, ihr seht jetzt gerade nichts. Tut mir leid. Ich weiß selber, das ist ätzend. Okay. Ich nehme das mal den Grapple mit. Eigentlich brauche ich den gar nicht, aber okay. Oh, nee, ey. Ich hasse es. Ich hätte jetzt mal so schön eine Fackel runterstellen können. Boah, man sieht hier wirklich gar nichts. Da oben ist ein bisschen Licht. Kohle, bitte Kohle. Ja, da rutscht der Gravel wieder runter, war klar. Ne, geht nicht, Leute. Wir müssen irgendwie nach oben. Welche Höhe haben wir denn? Wir können ja mal gucken, welche Höhe wir haben. 25, das ist auf jeden Fall noch viel zu... hoch oben, weil wenn, dann würde ich ja gleich unten auf 12 gehen. Ich versuche mal hier ein bisschen an Kohle ranzukommen. Vielleicht entdecken wir hier durch Zufall. Hier ist zum Beispiel Eisen, das können wir ja schon mal mitnehmen. Und hat man Glück, dahinter verbirgt sich dann Kohle, dass wir ein bisschen wenigstens Fackeln machen können. Also das ist jetzt gerade ein bisschen mau. Mal schauen, hier vielleicht. Okay, hier geht es erstmal weiter runter, was ja auch nicht so verkehrt ist, weil wir wollen ja eigentlich nach unten. Da ist Kohle. Nice, so, komm, dann nimm mal mit und jetzt repariert sich, seht ihr, der Bogen, der repariert sich. Wir hören hier übrigens auch gerade. Würde mich ja nicht wundern, wenn wir uns da vielleicht sogar rein... Oh Gott, wo geht's denn hier hin?
Hier geht's definitiv weiter. Ich sehe gar nichts. Oh Gott, das ist ja... Ja, so langsam sieht's nicht so... Jetzt wünschte ich mir den Creative. Da würde ich mir doch glatt erstmal was achieven. Naja, wir müssen ein bisschen sparsam umgehen halt, ne? So, jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen heller gemacht. Jetzt nehme ich das auf jeden Fall mit. Weil das repariert unseren Bogen. So. Seht ihr? Der Bogen zuckt schon. Da unten ist Gold. So, meine Süße jetzt freuen. Die ist Goldgräberin. Hier ist anscheinend auch genau die Grenze zu diesem Unterwassermonument. Ich höre das nämlich hier. So. Na, ich dachte, da wäre gerade noch... Ach, hier ist noch Eisen. Okay. Man hört deutlich. Okay. So, wo war das jetzt, wo es weiterging? Hier, ne? Oder was? Ne, hier ist Ente-Trente. So, wo geht's weiter? Da oben ist sehr dunkel. Hier geht's erstmal wieder hoch. Mhm. Nehmen wir mit. Wo geht's denn da hoch? Ach, da sind wir hergekommen, oder was? War das hier? Warum ist das hier aber dann so dunkel? Sind wir hierher gekommen? Anscheinend, da ist eine Fackel. Hier ist dunkel. Da ist Kohle. Sehr gut, mitnehmen. Ja, und unser Bogen, wie wir sehen, klabimpert sich langsam zusammen. Das ist der Sinn der Geschichte, Mending. Und somit ist das ein Bogen, den wir bis zum Lebensende, theoretisch so lange bis in Minecraft Ingame das Ganze drin lässt, werden wir damit unsere Freude haben. Es wäre natürlich richtig geil, wenn wir da jetzt Infinity drauf hätten. Das wäre prima. Aber naja, mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Ich werde erstmal alles ausleuchten hier. Holz wäre jetzt auch cool. Das haben wir leider nicht. Hier ist aber erstmal nochmal mehr Kohle. So. Auf jeden Fall mitnehmen brauchen wir. Haben wir ja festgestellt. Ja, da rasselt es in der Kiste. So. Ja, 50% hat er jetzt schon drauf. Also der war ordentlich runter gewesen. Wirklich bis auf den letzten Loch. Ich glaube, ein Schuss, dann wäre er hinüber. Und jetzt sehen wir, der ist wirklich... Und deswegen, das mache ich sehr gerne mit Mending, wenn ich das habe. Dass ich das dann wirklich dann sofort repariere. Sodass da ein Minimum drauf ist. Und dann haben wir das. So, prima. Wo geht's jetzt hier hin? Nirgendwo mehr hin. Hier ist jetzt Ente-Trente. Dann mache ich hier einfach einen Durchgang. Schwuppdiwupp. Und ist fertig. Theoretisch könnte... Mann, was ist das da oben? Geht das hier hin? Da geht's nirgendwo hin. Okay, also hier ist definitiv fertig. 22 haben wir noch. 22, sag schon, Fackeln. Da sehe ich noch Eisen. Das könnte man jetzt mitnehmen. Hier oben, was war da? Das weiß ich ja nicht so genau. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Blub. Autsch! Ja, so, jetzt gehen wir dann einfach mal kurz hier runter, da sehe ich auch noch Eisen. Nehmen wir auch mit. Blub, haben wir. Blub, blub. So, jetzt wollte ich mal gucken, wo es jetzt hier weitergeht. Wir hatten ja gesagt, da geht es weiter. War das hier? Ne, hier war das nicht. Hier war das, oder? Ne, hier war das auch nicht. Oder war das hier? Ne, hier war das. Oh Gott, wo geht's denn hier hin? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich bin mal wieder verwirrt, Leute. Ich bin mal wieder verwirrt. Okay. Wo, was ist das hier? Wo geht denn das hier hin? Jetzt habe ich mich irgendwie verfranst. Hier ist unsere... Ah. Okay. Wir werden einfach dann hier weitergehen. Ich meine... Oder, warte mal, wir bauen uns... Das ist vielleicht auch eine Idee...
Was war auf der Seite? Da ging es nach oben, glaube ich, ne? Ach so, da war nichts weiter, stimmt. Also hier könnte man theoretisch zumachen. Und hier ging es, glaube ich, ganz nach unten. Das checke ich mal eben aus. Das heißt hier so ein bisschen die Orientierung. Das ist hier der tiefste Punkt. Ne, da geht es noch tiefer. Okay, hier geht es noch tiefer. Gut. Mal gucken, welche Höhe das ist. Das ist die Höhe 13. Das ist gut. Ich mal eins tiefer und buddel mich jetzt einfach mal hier rein. So, jetzt mache ich einfach, weil da brauche ich gar nicht so viel zu buddeln. Wo ich buddel, ist egal, aber mal nicht vergessen, hier ein paar Möhrchen zu essen. In Höhlen Möhren essen ist besonders gut. Das ist gesund. Seht ihr? Prima. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier rein und fischen uns einfach mal ein paar Diamanten hier raus. Auch da habe ich ja so meine kleine Spezialtaktik, wie ich das immer ganz gerne mache, obwohl ich es jetzt nicht anwenden werde, weil es jetzt nicht so wichtig ist. So, also wie ist das hier mit hier? Wichtig war mir erstmal die Kohle, wie gesagt, und neuen Stein vor allen Dingen auch. Und gegebenenfalls neue Diamanten. Ich meine, klar, wenn ich sie jetzt hier unten sehe, nehme ich sie natürlich mit. Ich finde das sehr interessant, dass ich hier dieses Geräusch höre. Von diesem, ja, Unterwassermonument. So nach dem Motto, wie ob man sich hier einen zweiten Zugang von unten quasi, ja, sich da nähert. Das würde mich auch mal interessieren, ob das geht. Würde ja theoretisch ja dann Wasser kommen. So. Ein bisschen heller machen. Also man hört ja, dass die hier irgendwo zu sein scheinen. Ich habe mir die Koordinaten, wie gesagt, nicht aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass ihr denkt, ich buddel mich hier zielstrebig in eine Richtung. Hat, wie gesagt, eigentlich mehr was damit zu tun, dass ich jetzt einfach mal versuchen will, noch ein paar Diamanten mitzunehmen. Und natürlich Redstone und so ein anderes Gedöns, sodass wir da wirklich prima... Sag mal, war das wirklich die Höhe gewesen hier? Ja, 12. Wir sind auf 12. 12 ist ideal. Um einfach mal zu gucken. Hier zum Beispiel, was ist das hier? Eisen? Ja, wir könnten uns auf jeden Fall auch eine Eisenrüstung dann machen. Wir sind momentan nackig. Kann also erstmal so nichts schaden. Sich ein bisschen Eisen nochmal mitzunehmen für eine Eisenrüstung. Da ist noch mehr Eisen. So. Gut, haben wir. Redstone. Sehr gut. Redstone repariert das Ding auch, weil es bringt auch Level. So, Erfahrungskügelchen. So, blop, blop, haben wir. Und weiter geht's. Lal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 a. Ja, das ist eine gute Aufnahme-Season. Wir sind immer noch in der Aufnahme-Season. Also heute bin ich wirklich extrem fleißig. Ich glaube, die 7 Folgen müssten wir eigentlich voll kriegen. Ich hoffe, dass wir genau bei 99 aufhören. Das wäre natürlich optimal. Weil dann würde das passen. Wobei ich, ja, das... Ich habe mich wieder, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, irgendwie voll verschätzt, weil ich dachte irgendwie so, hoch, komm, das kriegst du doch recht schnell hier hin hier halt, ne? Mal kurz mal so ein Wassermonument da mal fluten hier. Aber dass das doch ein bisschen länger dauert, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Das ist immer wieder total, wie sagt man so schön, ja, verrechnet. Okay, hier haben wir gemint, da ist jetzt kein Diamond. Dann probiere ich das Ganze nochmal in der Richtung eben kurz, mal so reingehen. Kann nicht schaden, weil wir brauchen eh die Steine. Aus dem Grund ist gar nicht schlimm. Ich kriege hier noch nicht mal Lava übrigens. Ansonsten hätte ich ja gesagt, so Lava. So, okay. Wo geht's denn hier raus? Ich glaube hier, ne? Cool. Blub. Geht's hier raus? Ja, das vergesse ich jedes Mal, aber die Fackeln sind auf der rechten Seite, also theoretisch müsste es hier rausgehen. Es geht hier raus. Taktik. So, da ist nochmal Kohle, das nehmen wir mit. Prima, da ist noch mehr Kohle, nehmen wir mit. So. Zack. Ja, Bogen, der ist fast wieder ganz. Drei Viertel. Können wir auf jeden Fall auch wieder erstmal Glas herstellen. Die restliche, was gefehlt hat. Auch das geht. Nice. Die schöne Kohleader. So, der Bogen ist fast ganz.
Fackel hin, so. Ja. Prima. Fliegt mir entgegen, liebe Kügelchen. So, für Fackeln sollten wir genug haben. Und für die Öfen zum Befeuern auch. Und der Bogen ist gleichzeitig repariert worden. Was will man mehr? So, perfekt, 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 perfekt. So, weiter ab nach oben. Gucken wir mal, wo der Ausgang ist. Den sollten wir eigentlich finden. Theoretisch müsste hier irgendwo die Stufen nach oben sein. Wenn wir jetzt uns nicht völlig verdeppert haben, was aber nicht sein kann, weil meine Orientierung in Höhlen eigentlich so weit funktionieren sollte. Und wir sehen, da oben geht's auch weiter. So, wir haben genug erstmal. Also der Bogen, der ist wirklich fast wie neu. Das ist in Ordnung. Jetzt ist es wirklich schade, dass kein Infinity da ist. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, komm, wir probieren das mal und schalten da mal die Guardians aus, da die Wächter. Wir haben ordentlich wieder mitgenommen. Das sieht verdammt gut aus. So, das heißt hier oben, komm, da machen wir jetzt gar nicht rumgeizen. Dann mache ich mal das hier rein, nämlich zwei. So, und hier unten, naja, das nehme ich jetzt erstmal raus. Ich entscheide mich einfach mal, um das Eisenerz hier mal zu schmelzen. So, da knall ich den ganzen Kram da einfach mal rein. 59 Stück erstmal an der Zahl. Das heißt, eine Rüstung ist auf jeden Fall drin. Und den ganzen anderen Krempel, ja, den packe ich dann halt erstmal hier hin. Wir haben ja schon mal irgendwo einen Goldblock gehabt. Hier, da haben wir jetzt 23 mal Gold auch mitgenommen. So, hier halt noch ein Feuerstein. Notfalls, falls wir so ein Feuerzeug bauen wollen, wie auch immer. Redstone hätten wir jetzt auch da. Und wir haben ja, wie gesagt, die ganzen anderen Sachen noch. Hier, Diorit haben wir mitgenommen, sehe ich gerade. Andesit haben wir mitgenommen. Kies haben wir mitgenommen. Prismarin, da ist jetzt noch ein Stein. Den packe ich jetzt mal da rein. Wieso ist da eigentlich Prismarin? Achso, den hatten wir dann abgebaut, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Haben wir den unten abgebaut, oben? So, das nehmen wir mit. Das lassen wir erstmal hier. Das nehmen wir mit. Das lassen wir erstmal hier. So, Stöcker haben wir da, prima. Das haben wir, das haben wir. So, dann wollte ich die Leitern mitnehmen. Und die Türen. Da. Das brauchen wir erstmal nicht. So. Ja, und dann haben wir ja unseren Bogen hier. Den müssen wir natürlich irgendwie... Wir haben 13 Pfeile. Das ist nicht viel, Leute, ja. Wir haben fetten Bogen, aber... Wir werden den Bogen vorerst noch hier lassen. Wir werden versuchen, weiterhin Infinity uns rauszuholen. Das heißt, dann kann ich das theoretisch... Nee, weil das Sterben war so oder so, das bringt nichts. Das heißt, wir müssen angeln, Leute. Wir müssen einfach weiter angeln, bis wir Infinity haben. Sodass wir da diese komischen Viecher da beseitigen können. Ja, dass wir wirklich genug Munition haben. Weil da mit 13, da kommen wir nicht weit. Wir könnten Hühner schlachten oder die einfangen. Das hatten wir ja auch schon mal gemacht. Liegt jetzt aber erstmal nicht in meinem Interessengebiet. So, dann nehmen wir das erstmal raus. Was haben wir denn da noch, was wir schmelzen können? Da sehe ich schon wieder hier Eisen. Wir machen mal alles mit Eisen weg. Dann haben wir ganz viel Eisen. So. Und die Fische, die packe ich einfach mal da oben rein zu den gebratenen. Okay. Ja, wir müssen angeln, Leute. Hilft alles nichts. Wir müssen jetzt angeln gehen. Wir müssen versuchen, Boden mit Köder raus, Infinity rauszuholen. Weil anders sehe ich da keine große Hoffnung. Ja, Leute. Dann beende ich das erstmal an dieser Stelle und, oder je nachdem, mache einen Cut. Sag aber trotzdem erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.